Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Vanquishing oder The Vanishing. Ich weiß nicht, warum ich immer Vanquishing sage. The Vanishing of Ethan Carter. Ich habe jetzt noch mal ein Stückchen hierher gespielt von der Brücke nämlich. Und zwar ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass an dem Stein Blut klebt. Und ich denke mal, das kommt nicht von ungefähr, sondern da hat wohl jemanden damit geschlagen. Es wird ja kein Blut dran kleben. Und wir wollen heute nicht die abgetrennten Beine, sondern die von den abgetrennten Beinen weggehende Blutspur untersuchen. Ja. Der hat echt viel Blut verloren, oder die? Oh. Der. Blut von Beinen, Blut von gebrochener Schädel, Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma. Oh, okay. Wir brauchen scheinbar mehr, noch nicht. Ja, Todesort, von dritter Person gestört, mit Zeit gefressen, was? Okay. Egal, wir brauchen auf jeden Fall scheinbar noch mehr Hinweise. Ja, die Kopfwunde rührt wahrscheinlich von dem Stein her. Ich denke mal, ich weiß, was wir noch an Hinweisen brauchen. Und zwar gibt es ja da diese Kurbelwelle dort unten. Zumindest sollte die doch hier unten sein. Ich schätze es jetzt erst einmal. Ja, dort. Ja, das schaut sehr gut aus, diese kleine Bucht. Ist auch die richtige Entfernung zum Staudamm, wenn ihr euch noch aus der letzten Folge erinnert. Oder sie vielleicht erst gerade gesehen habt. Ich mache das ja häufig so, dass ich warte, bis Let's Player mit einem Projekt fertig sind. Und mir dann alles anzuschauen. Wo geht's denn hier? Ah, hier geht's weiter, glaube ich. Ich schaue jetzt erstmal unten hin. Wobei, da hinten ging sie ja auch noch in den Wald rein. Am Ende von den Gleisen, wo das mit so Steinen blockiert war. Hier müsste es irgendwo sein. Hier? Ja! Was, an der klebt auch Blut? Na gut, das müsste die Stelle sein, wo... Das müsste die Stelle sein, wo an der Lok selbst auch Blut geklebt hat. Also ist es wahrscheinlich aus einem Guss. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich meine, uns stehen ja keine extensiven DNA-Tests zur Verfügung. Zumindest nehme ich das nicht an. Ich nehme mal nicht an, dass der jetzt gleich einen DNA-Analysekoffer mit hat und den rauspackt. Es würde irgendwie überhaupt nicht zum Spiel passen. Zu dem etwas übersinnlichen, ruhigem, passt so irgendwas gar nicht. Auch wenn ich mich bemühe, eigentlich immer etwas langsamer zu machen, zumindest in neuen Arealen, dort wo wir schon waren und wir einfach nur zurückgehen, denke ich mal, lohnt es sich doch schon zu sprinten. Ich meine, wofür haben sie die Funktion eingefügt? Was war gerade los? Keine Ahnung. Ich glaube, meine Maus hat sich kurz abgetrennt. Egal. Wir setzen jetzt auf jeden Fall die Kurbel wieder auf die Lok. Ich nehme mal an, dass wir das tun müssen. Fixieren, ja. Wiederholt drücken. Okay, wir drehen. Wir drehen es an. Und es läuft. Können wir jetzt hier drinnen was machen? Wir hatten ja hier einen Aus- und Anschalter und einen vor zurück hier. Geil, wir können fahren. Hammer. Ich nehme mal an, wir sollten jetzt dort hinten hinfahren, wo diese komischen Gräser sind. Hier, weil da steht ja auch Lok. Ich nehme mal an, dass wir hier die Lok hinbringen müssen. Ich schau mal kurz, ob das so in etwa passt.
Vielleicht müssen wir das halbwegs genau hinkriegen. Jo. Jo, das ist eigentlich perfekt. What the fuck? Sekunde, ich drehe die Lok aber mal kurz aus. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Es ist einfach so die Marotte, die man sich als Autofahrer so aneignet, den Schlüssel abzudrehen. Okay, was ist jetzt los? Haben wir noch eigentlich was mit dem Kanister zu schaffen? Nee. War's das jetzt eigentlich? Was komisch ist, ist dieses Geräusch gerade. Hier könnten wir ja berühren. Vielleicht können wir jetzt berühren. Oh. Lichter. Okay. Oh. What the fuck? Oh. Alter. Hat der denn da ermordet? Das ist ja nur ein Geist, aber ich habe gesehen, hier sind Lichter hingeflogen und hier scheint irgendwas zu sein. Was? Ist das der Junge, den wir suchen? Ist das Ethan Carter? Vielleicht. Er hat ja gesagt, hier geht irgendwas Seltsames vor sich. Vielleicht hat er sich versucht, sich dem zu Wehr zu setzen. Oh. Scheinbar ist die Lok aus der Richtung gekommen und... Okay. Was hat's hier mit dem Seil auf sich? Was? Okay. Der wollte Ethan umbringen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das Ethan ist. Der wollte Ethan umbringen und ist dann allerdings selbst vor die Lok gefallen. Was? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das verstehen soll. Moment, ist die Lok jetzt auch eine... Ne, die Lok ist echt. Okay, vielleicht wollten die beide den Jungen umbringen, wurden sich dann irgendwie uneinig und der eine hat den anderen getötet. Der Alte hat den, der auch, na der doch, der ist jung. Der Alte hat den Jungen getötet. Ich frage mich, was die mit Ethan zu schaffen haben. Wir haben ja inzwischen gehört, dass er einen Bruder, einen Onkel, einen Vater, eine Mutter und einen Großvater hat. Chronologie markieren? Okay. Nächste. Okay. Also woher ich das weiß, ich habe jetzt vielleicht was vorweggenommen, aber im Internet habe ich das direkt anfangs gelesen, als ich die Videobeschreibung, die erste, versucht habe fertigzustellen. Weil ich brauche Tags und da muss ich mich ein bisschen spoilern. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Nächste, vorherige. Da stand Reihenfolge. Sollen wir jetzt den Mord rekonstruieren? Vielleicht. Also wenn, dann würde ich sagen, ist das erste wahrscheinlich, dass der... Das sind ja alles schon die Mordsachen. Vielleicht ist das Nummer 1. Dass der... Moment. Aber zuerst müssen sie sich ja streiten. Zuerst müssen sie streiten, dann nimmt der Alte das auf. Dann wird der angefahren. Dann kriecht er ohne Beine runter. Oder wollte... Ist das sein Opa? Weil ich glaube nicht, dass das sein Vater ist. Und der wollte ihm gegen diesen Verbrecher helfen. Das könnte ich mir vorstellen. Das würde Nummer 5 sein und das Nummer 6.
Oh, mit Space können wir visualisieren. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Travis, tell me where Ethan is. Now. Okay, das scheint falsch gewesen zu sein. Also nicht zuerst zwei. Vielleicht müssen wir einfach die beiden umtauschen. Vielleicht hat er sich schon vorab den Stein geholt, weil er gemerkt hat, dass irgendwas fishy ist. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time, and that's what he is. He is forever. Gail, honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is, now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man, you need to go home. God damn it. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Travis, wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, dass ich mich durch die Text gespoilert habe fürs Video, aber Travis, glaube ich mich zu erinnern, dass sein Bruder ist. Ich bin mir noch nicht mehr hundertprozentig sicher, Gott sei Dank bin ich vergesslich, sonst wäre das echt scheiße. Aber hier ist noch ein großer Ball hingeflogen. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Okay, hat das mit diesem Schläfer zu tun, der jetzt, von dem es gesagt wurde, dass es ihn gibt? Ist das so etwas Übernatürliches, was sich von Hass ernährt? Sowas kennt man ja an sich aus Filmen, dass es sowas gibt. Was ist denn jetzt hier los? Weißt du, das ist die Musik so komisch? Das ist ein bisschen beängstigend. Oder geht's hier weiter? Ich glaube jetzt fast, es geht hier weiter.
Och nee. Ich möchte doch unbedingt alles mitnehmen. Oder zumindest so viel wie möglich. Dort hinten wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Oder doch? Nein, hier geht's nicht weiter. Ich weiß jetzt echt nicht. Wir waren doch schon mal... Ja gut, ich denke mal, in diesem Spiel gibt's mehr als ein Waldgebiet. Aber das schaut jetzt irgendwie ein bisschen... fast schon unheimlich hier aus, vor allen Dingen durch die Musik. Dort hinten ist irgendetwas. Oh nee. Oh Gott! Oh Gott! Irgendwas läuft mir hinterher! Oder? Oder nicht? Bin mir jetzt echt nicht sicher. Da war doch vorhin was, oder? Und hier kommen wir nur von dort hinten hoch. Aber ich möchte, ehrlich gesagt, egal was da jetzt ist, ich habe mich dort hinten noch nicht umgeschaut. Weil ich denke mal, in die Richtung wird es eher weitergehen. Hm. Oh nee. Was ist hier los? Es will mir nicht gefallen, was jetzt hier abgeht. Oh Scheiße. Ja, ich habe gerade echt ein bisschen Schiss. Geht's da hinten noch weiter? Nee, gut. So. Huh. Was auch immer mich jetzt verfolgt hat oder so. Ich glaube, es ist nicht mehr da. Ich hoffe es. Okay. Schön. Ja. So, und jetzt wieder ganz ruhig. Ganz ruhig. Es ist nichts. Aber dieses... das hört sich so an wie die Raptoren aus Jurassic Park. Da hatte ich gerade ein bisschen Schiss. Komm wieder hoch. Ja, von der Seite. Und die Uhr ist um kurz nach 7 stehen geblieben. Ich dachte mir gerade, vielleicht bringt es irgendwas hier mit dieser Lok hinzufahren. Aber da stehen ja Sachen im Weg. Die Container und diese komischen, diese Gleisblocker, diese Felsen. Ein kleines Türmchen. Cool. No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Dunkles, ja.
schaue mich mal hier bei diesem Turm ein bisschen genauer um. Vielleicht gibt es hier wieder was. Nee. Dort hinten scheint es aber weiter zu gehen. Oder nicht? Nee. Aber vielleicht da? Nee. Ist nur ein bisschen dunkler, aber da geht's nicht irgendwo rein. Ich hoffe, die Musik übertönt mich jetzt nicht. Deswegen rede ich mal ein bisschen lauter. Ich schätze mal, jetzt geht's gleich. Oder nee? Hm. Ich wollte gerade sagen, wir nähern uns jetzt immer mehr dem Staudamm. Ja, da vorne ist er schon. Ja. Stausee und das Überlaufbecken. Ich denke mal, wir werden uns beim nächsten Mal Richtung, also den Staudamm ein bisschen genauer anschauen. Weil der hat jetzt bis jetzt eine relativ große Rolle gespielt. Da geht's noch rein, oder? Na egal. Ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Ausblick auf den See. Und Staudamm und ein Horus. Okay. Vielleicht kommen wir da noch hin. Wer weiß. Und ich sag bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. Tschüss, Leute.